Ein bisschen erinnert die IAA Mobility an die großen Zeiten der Automobilausstellungen in Frankfurt. Echte Premieren bei den großen Herstellern, von manchen totgesagte Zukunftstechnologien und nicht mehr rein futuristische Themen wie autonom fahrende Autos oder Lufttaxis für die Ballungsräume. Eins wird deutlich: Anstelle der einen Mobilitätslösung Auto drängen viele Mobilmacher. Und die schlagen Wellen hier in München, zum Beispiel die Ant Cargo 4, ein Multifunktionslastenrad ohne Führerschein und mit 25 km/h können bis zu 250 Kilogramm im Europalettenformat transportiert werden. Ob Paketdienst im Wohnviertel, mit Kühlbox im Dienst eines Gastronomielieferanten oder als Dienstfahrzeug für Handwerker, vieles wird damit denkbar, sogar autofreie Innenstädte. In vor allem verkehrsberuhigten oder Durchfahrtsverbotszonen eben der große Vorteil, weil wir hier in der Pedelec 25-Klasse unterwegs sind und wir da eben in diese Zonen reinfahren können und so eben ja, die Liefersituation völlig anders gestalten können und auch optimieren können an der Stelle. Wer doch noch mit dem möglicherweise geliehenen Auto unterwegs sein möchte, kann in Zukunft aussteigen, ohne einzuparken. Das kann das Auto selbst. Intelligente Technik im Auto und im Parkhaus macht's möglich. Sogar das Aufladen von Elektroautos kann in Zukunft automatisch funktionieren. Autofahren fast so sorgenfrei wie auf dem Fahrrad.